Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen beim heutigen Insider. Hier wird gleich munter weiter diskutiert bei unserer täglichen Diskussionsshow. Und wir hoffen, es wird wieder heftig debattiert. Ich darf herzlich begrüßen im Studio Martha Bismann, ehemalige Grünen-Politikerin und jetzt... Nein, Liste Pilz und Fraktionsfrei. Genau, jetzt fraktionsfrei und sie setzt sich vor allem ein für Asylfragen und Menschen, eben, die nach Österreich kommen und hier ungerecht behandelt werden. Sagen wir mal so. Und ganz herzlich begrüßen darf ich auch den ehemaligen Bundespräsidentschaftskandidaten und Rechtsanwalt Tassilo Valentin. Danke für die Einladung. Zwei politisch sehr engagierte Menschen mit eher politisch entgegengesetzter Richtung. Das ist immer ganz gut. Und wir kommen jetzt zum Thema Asyl. Asyl wird in Österreich immer wieder auch als Grund genannt, dass viel schief geht. Jetzt hat es zuletzt geheißen, die Asylzahlen konnten reduziert werden auf 6.718. Das ist aber bis jetzt dann doch wieder eine recht hohe Zahl, wenn man das mit dem vergangenen Jahr erreicht, wo wir einen Rekordwert hatten von fast 100.000 Anträgen. Könnte auch also dieses Jahr knapp werden. Frau Bismann, wie sehen Sie denn die Tatsache, dass alles, was in Österreich schlecht läuft, derzeit mit den Asylanten, mit den Asylwerbern, mit den illegalen Menschen in Österreich sozusagen untermauert wird, dass das der Grund wäre? Na, es ist natürlich hochproblematisch, wenn auf den Rücken von Vertriebenen, Asylbewerbern billig politisch Kleingeld geschlagen wird und eben diese als Sündenböcke für alle Probleme missbraucht werden, muss man schon sagen. Und diese Politik der Spaltung, die halt eben bekannterweise, üblicherweise aus dem rechten Lager kommt, ist Gift für unsere Gesellschaft. Ich sage nicht, dass es keine Probleme gibt bei der Integration. Österreich nimmt auch im europäischen Schnitt recht viele Flüchtlinge auf. Aber das ist nicht ein Problem, das unlösbar ist. Mit einer klugen Integrationspolitik können wir einen großen Teil gut integrieren in den Arbeitsmarkt dieser Menschen. Und das sind dann Menschen, die uns unser Pensionssystem erhalten werden, mittelfristig, langfristig. Aber grundsätzlich ist eine Politik der Spaltung, wo es eben darum geht, wie kommuniziert man auch Zahlen? Ja, also es gibt Zahlen, die von den Ministerien veröffentlicht werden über die Zahl der Asylanträge, wie viele werden bewilligt, wie viele kommen aus welchen Ländern. Und je nachdem, wie man mit diesen Zahlen umgeht und kommuniziert, vergiftet man eben eine Gesellschaft und hetzt eine Gruppe gegen die andere auf. Oder man macht mit kühlem Kopf eine kluge Integrationspolitik und steht dann da wie Deutschland, die von den 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen, also die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, sind aktuell die Zahlen, sind 50% in den Arbeitsmarkt integriert. 50%, die Hälfte derer, die seit 2015 nach Deutschland geflüchtet sind. Und die Zahlen steuern. Mhm. Und es gab ein ganz einfaches Rezept in Deutschland: mehr Sprachkurse und verkürzte Asylverfahren, fertig. Warum können wir das nicht machen in Österreich? Also die Asylpolitik, die derzeit bei uns gefahren wird in Österreich, ist Ihrer Meinung nach nicht richtig. Herr Valentin, ist die Asylpolitik vor allem jetzt von der ÖVP richtig, die ÖVP, die da immer ein bisschen von der FPÖ abkupfert, oder ist sie eigentlich nicht scharf genug? Da geht es nicht um scharf oder nicht scharf und es geht auch nicht mit Verlaub jetzt um die Integration an sich, sondern es geht darum, dass wir vor einer völlig neuen Problematik stehen. Wir sind nicht mehr in den 70er, 80er Jahren und haben auch keine Gastarbeiterdiskussionen mehr. Die sind längst vorüber, sondern wir stehen heute vor einer Situation, dass wir weltweite massive Migrationsbewegungen haben, die so nicht schaffbar sind. Ich kann nicht die Grenzen offen halten, weil das einfach nicht möglich ist. Es gibt Studien aus den Vereinigten Staaten, dass allein in Afrika, da gibt es Umfragen in subsaharischen Ländern, bis zu 2/3 in den nächsten Jahren auswandern wollen. Ja, da reden wir von hunderten Millionen Menschen. Wir haben in Afrika eine unglaubliche Überbevölkerung. Wir haben allein in 100 Tagen 7 Millionen mehr Menschen allein in Afrika. Das würde bedeuten, überspitzt gesagt, würde Österreich 1 Million Afrikaner aufnehmen, dann würde das der Bevölkerungsüberschuss in 14 Tagen allein in Afrika wieder ausgleichen. Das zeigt nur,
welche Dimension diese Problematik hat. Dazu kommt eine finanzielle Dimension, die nicht schaffbar ist. Es gibt Zahlen aus dem Jahr 2016, das war noch von Finanzminister Schelling, da hat man die Nettobelastung pro Flüchtling, wobei wir mal definieren müssen, was ein Flüchtling überhaupt ist. Ja. Aber da hat man das erhoben und hat gesagt, das kostet, glaube ich, ca. 16.200 Euro pro Jahr. Mhm. Wobei ich das noch für niedrig angesetzt halte. Es gibt Asylexperten, die sagen, es ist weit höher. Aber egal, nehmen wir mal diese Zahl. Und wir haben letztes Jahr gehabt 110.000 Asylanträge. Das kostet rund 1,7, 1,8 Milliarden Euro. Nur die, die im Jahr 2022 gekommen sind. Das sind, wir reden heute über OEF-Gebühren und so etwas und wie was finanzierbar ist. Jetzt sieht man mal die Dimension, die das bedeutet. Die Wahrheit ist, dass Österreich eigentlich eine Nullquote haben müsste, weil wir sind ja nur von sicheren Drittländern umringt. Und Asylshopping ist verboten. Das heißt, das Aussuchen eines Wunschlandes ist verboten. Weil die Idee des Asylrechts ist ja eigentlich, dass ich einen Nachbarn, der in einem Konflikt ist, der verfolgt wird aus rassistischen, aus politischen, sonstigen Gründen, Hilfestellung gewähre. Die Idee ist nicht, dass es ein weltweites Einwanderungssystem wird, das man missbraucht dazu, indem man einen Asylantrag stellt, in Wahrheit aber einen regulären Einwanderungsantrag eingestehen möchte. Weil das ist ja die Wahrheit. Das hat wirtschaftliche Gründe. Ich verstehe auch jeden Menschen, der ein besseres Leben haben will. Das ist überhaupt keine Diskussion. Ich will das auch nicht moralisch werten. Aber es ist einfach nicht mehr schaffbar, weil die Dimensionen zu groß geworden sind. Und da sind einfach die Gesetze nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja. Aber vor allem die EU-Gesetze, oder? Warum ist die EU so zögerlich, auch diese Rückführungsrichtlinie, wie sich das Österreich wünscht, endlich so umzusetzen, dass Österreich die Menschen dann erleichtert zurückschickt? Ja, aber genau das ist der Punkt. Das ist eine europäische Problemlage und das braucht gesamteuropäische Lösungen. Und wenn wir in Österreich uns jetzt abschotten und sagen, wir machen Zaun oder Mauer rundherum, dann bringt das nichts, außer dass wir uns komplett lächerlich machen. Wir sind integriert in einen Staatenbund. Die Europäische Union hat offene Grenzen aus guten Gründen. Das hat unsere Wirtschaft stark gemacht. Und wir brauchen an den Außengrenzen, ja, die müssen geschützt werden. Aber lass uns doch bitte auf EU-Ebene als Österreich dafür eintreten, dass faire Quoten und dass vernünftige Konzepte endlich ausgearbeitet werden. Ja, aber darf ich nur sagen, das warten wir seit 2015. Das Problem ist ein anderes. Wir haben das Schengen-Abkommen. Die offenen Grenzen, was den Waren- und Dienstleistungsverkehr betrifft und die Freizügigkeit, das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem sind die offenen Grenzen, was die illegale Migration betrifft. Und ich sage ein Beispiel, damit man sich vorstellen kann. Wir sind von sicheren Drittländern umringt. Das bedeutet eigentlich, jeder, der zu uns hereinkommt, über Deutschland, Italien, wie auch immer, den müsste ich nur zurückschicken und sagen, du bist bereits in Sicherheit, du bist in einem europäischen Land, du musst nicht zu uns kommen und hier einen Asylantrag stellen, weil du bist nicht mehr verfolgt in diesem engen Sinne, sondern das erste Land, das dir Hilfestellung leistet, und das ist jedes Nachbarland von uns kann das, ist für dich zuständig. Es gibt aber Gesetze, die sagen, wenn ich den nicht innerhalb von 14 Tagen zurückschicke, dann gehört das sozusagen mir. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt nicht weiß, wenn ich meine Grenze nicht kontrolliere, wo ist der hergekommen? Und in vielen Fällen sagen uns das die Leute nicht, weil viele Schlepporganisationen denen schon sagen, pass auf, sag, du bist in einen Reisebus gestiegen in der Türkei und über die Länder gefahren, du weißt nicht über welche Länder, oder sie sagen es zu spät, oder sie haben den Pass weggeworfen, dann haben wir das Problem. Das Problem wäre gelöst, nur ein Satz noch, wenn wir unsere Grenzen kontrollieren würden. Und ich bin voll bei Ihnen, eine europäische Lösung würde sich jeder wünschen. Nur aber das Problem ist nicht gelöst, wenn nur Österreich seit 2000, Grenzen kontrolliert. Nein, doch, natürlich schon. Wissen Sie, was das für einen Druck bedeuten würde, auch nach Deutschland, nach Italien, zu all den anderen Ländern, wenn wir mal sagen würden, die Möglichkeit der Grenzkontrolle haben wir, der Schengen-Vertrag sieht das vor, wenn die öffentliche Sicherheit... Ja, aber wir schießen uns komplett raus aus dem solidarischen Staatenbund der Europäischen Union. Aber ist nicht auch das Problem, dass Österreich ein Binnenland ist und deshalb eben die viele Flüchtlinge, unter Anführungszeichen, die wollen ja eigentlich nach Deutschland, wollen in skandinavische Länder. Das glaube ich nicht. Naja, von den 110.000 Asylbewerbern, die den Antrag gestellt haben im letzten Jahr, sind jetzt wirklich schon nachgewiesen 40.000 weitergereist. Sie entziehen sich dem Verfahren, weil Österreich nicht ihr Zielland ist. Ich glaube eben, das bestätigt wieder meine These, dass man als Österreich allein keine Lösung schaffen kann. Ich beschreibe nicht, dass das von Ihnen jetzt geschilderte, dass die Sachlage kein Problem ist. Es gibt ein Riesenproblem auf der rechtlichen Ebene, auf europäischer Ebene. Und ein kleines Österreich kann sich da jetzt nicht hinstellen und sagen, wir wissen es besser, wir machen es so. Wir müssen dafür eintreten, auf EU-Ebene genau diese Problemlagen zu benennen und dann aber solidarisch in einem Schulterschluss und nicht nur mit Ungarn, die genau einen Abschottungskurs verfolgen, auch wirklich mit dieser Gemeinschaft. Und wir haben eine starke, laute Stimme in der EU. Auf jeden Fall. Aber ich möchte auch nicht...
Faire Quoten. Das hören wir Dublin seit, 2, das ist das hören, völlig nein, sinnlos. Warum wir, existiert das noch? Aber das hören wir seit 2015 und es gibt keine Lösung. Und die einzige Möglichkeit, den Druck zu erhöhen und zumindest auch den Schaden abzuhalten, ist, wenn wir eigenständige Maßnahmen ergreifen. Ja, das ist Aktionismus fast. Nein, das ist kein Aktionismus. Es ist sogar rechtlich geboten aus meiner Sicht. Denn wenn ich merke, dass ein Vertrag an sich totes Recht ist und was Schengen betrifft, nämlich nachdem die Außengrenzen nicht gesichert sind, sind die faktisch totes Recht. Ja? Da muss ich mich fragen, wie weit ich noch als Vertragspartner Pflichten einzuhalten habe, sondern es ist auch die Frage, ob es durch Kündigungen aus wichtigen Grund gibt. Also so rechtlich, so eindeutig ist das nicht. Ja? Und die zweite Sache, was jetzt Ungarn betrifft, mir hat einmal ein ehemaliges Regierungsmitglied, ich sage jetzt keinen Namen, gesagt, es gab eine Konferenz damals, die Flüchtlingskonferenz in Wien, die war, ich weiß es nicht, 2016 oder 2017, da war eine gewisse Angela Merkel anwesend und das ist österreichische Regierungsmitglied, hat mir gesagt, dass die Kameras ausgeschalten waren und als man sozusagen unter sich und keine Journalisten da waren, hat sich ausgerechnet die Frau Merkel aufgeregt, angeblich, dass die Ungarn immer noch nicht dicht genug gemacht haben. Also da sieht man, wie man in Wirklichkeit die Probleme bewertet. Ja, okay, und was das man ist den jetzt Leuten eine etwas verkauft, unqualifizierte. Ja. Nein, es ist nicht, sondern die Frage ist einfach, wenn man einfach weiß, was wollen sie tun? Ja? Sie müssen ja Maßnahmen ergreifen. Und wenn Sie sagen, die europäische Lösung, die gibt es seit 2015 nicht. Ja? Und ich bin schon bei Ihnen, natürlich müsste man alle Kanäle benutzen. Die Spanier wären bereit, etwas zu ändern in Schengen. Die Ungarn sind sowieso bereit. Es gibt genug Länder, die dafür zu haben sind. Ja? Aber solange sie es nicht sind, kann ich nicht sitzen und warten auf eine Lösung, die nicht kommt. Das ist wie ein Dach, in das kaputt ist und es regnet hinein und ich sage, ich könnte vielleicht nächstes Jahr einen Dachdecker holen. Ich muss es jetzt beheben. Ja. Aber jetzt würde ich gerne auf die österreichische Ebene runterzoomen, wenn ich darf, oder rauszoomen. Sie stimmen doch mir zu, dass es auch keine Lösung ist, in Österreich diese Problematik, die eine gesamteuropäische Dimension hat, und die Migration ist sowieso ein globales Thema. Es gibt Zahlen von 200 Millionen Klimaflüchtlingen weltweit bis 2050, dass wir diese Problemlage oder diese Sachlage, Migration ist ein Phänomen unserer Zeit und das hat es immer gegeben in Wellen, aber das dürfen wir doch nicht populistisch verheizen und wir dürfen doch nicht deswegen die Gesellschaft spalten und Gruppen gegeneinander aufhetzen. Macht denn jemand? Jetzt bin ich wieder beim Thema Integration. Aber das macht jemand. Doch, weil wenn so Konzepte wie wir machen die Grenzen zu, machen wir einen Außenzaum rum, wenn das populistisch gespielt wird, ja, dann kommt das in die Köpfe rein der Menschen und sie glauben dran, alles ist gelöst, wenn die bösen Ausländer weg, also nicht reinkommen bei uns. Das ist so ein einfaches Rezept, das aber nichts löst. Nein. Wieso? Es gibt einfache Rezepte, die sehr wohl was nützen. Wenn es regnet, spanne ich einen Regenschirm auf, das ist auch einfach und nützt. Ja. Dasselbe ist da auch, das hat auch nichts es, damit. Es ist vielleicht muss, zwei, drei Jahre sich, oder so. Nein, es ist nicht zwei, im Gesamtglobalkontext nützt das überhaupt nichts. Nein, Sie müssen doch, wenn Sie jetzt eine Problemstellung haben und sehen, dass es keine internationale Lösung gibt, oder zumindest nicht eine, die jetzt unmittelbar sofort greift, dann sind Sie als Politiker verpflichtet, die nächstliegende Lösung zu treffen. Es ist Aktionismus, EU-Aktionismus. Nein, überhaupt nicht. Österreich stellen uns hin, machen unsere Grenzen zu, bauen eine Mauer fertig. Das ist kein Aktionismus, sondern doch, Sie und damit rütteln wir EU-Brüssel auf. Ist gar nicht so schlecht. Aber ist es vielleicht nicht, worauf Sie auch hinaus wollen, man muss beides machen, die EU-Außengrenzen verstärkt schützen und auch die eigenen Grenzen schützen, um eben zu... Braucht es nicht, wenn die Außengrenzen geschützt werden und wenn wir ein gutes Rechtssystem haben und wenn wir faire Quoten haben und wenn wir zusammenhalten als EU, als Vielvölkerunion. Die Quoten können Sie auch vergessen. Das funktioniert eben nicht. Es gibt eine Judikatur des Europäischen Gerichtshofes, dass gewisse Länder gar nicht aufnehmen dürfen, weil sie die Standards nicht erfüllen. Und da fallen fast alle europäischen Länder drunter von Griechenland. Ja, aber das macht dann ja auch Sinn, mehr oder weniger, oder? Nein, das macht keinen Sinn, weil die Sache ist ja auch, dass Länder wie Österreich und Deutschland mehr aufnehmen können. Allein aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und aber auch aufgrund der Notwendigkeit, dass unser Pensionssystem zu wenig Einzahler hat. Naja, das würde und ich auch das ist natürlich ein weiter Weg von Asylantrag bis Steuerzahler, das Pensionssystem, ja, das Pensionssystem schützt. Aber Deutschland hat 50% der seit 2015 emigrierten Menschen darüber in den werden wir noch, wir werden also, darüber noch sprechen. Da haben Sie doch viel geschafft. Sagen, das Pensionssystem zu retten, indem Sie möglichst viele Menschen reinholen, das funktioniert sicher nicht. Das Einzelne. Das ist ein Schneeballsystem, das ist bis heute. Weil es nicht funktionieren kann, weil die Frage der Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft heutzutage, die wirklich erfolgreichen Volkswirtschaften und die Volkswirtschaften der Zukunft, das sind diejenigen, die weniger Menschen haben und nicht mehr Menschen haben. Sie müssen die Produktivität erhöhen. Sie müssen es schaffen, dass ein Einzelner mit seinem Arbeitsplatz so viel umsetzt und so einen Umsatz erzeugt, dass dieser Sozialstaat erhalten werden kann. Ich sage das einmal plakativ. Ich brauche jetzt nicht 100 Leute, die am Feld stehen mit einer Spitzhacke, sondern ich habe einen Traktor, der fährt durch und macht die Arbeit in 10 Minuten, die anderen
20 Tagen machen. Und das ist das, was eine erfolgreiche Volkswirtschaft ausmacht. In der Pflege dass geht sie das immer nicht. Mehr, dass sie immer mehr, natürlich gibt es Bereiche, wo es so nicht geht, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Ja? Aber die Frage ist nicht, dass man immer mehr Menschen braucht, sondern im Gegenteil, auch was den Planeten betrifft, Nachhaltigkeit und so weiter. Mhm. Es müssen weniger Menschen werden. Ja? Also man soll nicht danach trachten, dass wir immer mehr sind. Und wenn ich heute 1 Million herhole, damit die Pension haben, unsere Pension zahlen, was sie eh nicht tun werden. Und wenn sie dann diese Million dann in Pension ist, dann brauche ich 10 Millionen, die wieder diese Million erhalten. Dann brauche ich 1 Milliarde Österreicher, damit ein paar Leute in Pension sein können. Das wird nicht funktionieren. Sie müssen in der modernen Zeit ankommen. Das heißt Produktivität, bessere Bildung für die Menschen, bessere Bildungschancen. Mhm. Gegen Migration ist überhaupt nichts zu sagen. Es hat auch nichts mit Ausländern oder Nicht-Ausländern zu tun, sondern es ist die Frage der Machbarkeit. Ist das durchführbar? Können wir das? Ist das leistbar? Und dann sage ich in der Form sicher nicht. Und das hat mit Populismus. Ja, da gibt es auch andere Zahlen. Wir schauen uns die anderen Zahlen an, auch wie toll es in Deutschland funktioniert oder nicht und auch in Österreich mit der Integration. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Die Insider. Die besten Journalisten zu den spannendsten Themen des Tages. Was steckt hinter den News? Was ist noch geheim? Was ist wahr an den Gerüchten? Die Insider zu den Themen des Tages. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück. Weiter mit mir im Studio Martha Bissmann, Aktivistin, und Tassilo Valentin, Rechtsanwalt und auch Politautor. Wir reden über das Thema Asyl, Integration, und zuletzt sind wir dann bei der Frage angestellt, weil wir auch von Frau Bissmann immer wieder gehört haben, in Deutschland funktioniert das mit der Einwanderung so gut. Da würde ich gerne noch mal nachhaken. Funktioniert es tatsächlich so gut in Deutschland, Herr Valentin, und auch in Österreich? Also zu der deutschen Situation wage ich ja mal nichts zu sagen. Ja, ich kenne die Situation viel zu wenig. Ja. Bei uns ist es halt aus meiner Sicht immer noch ein Chaos, ja? Einfach weil die Zahlen zu massiv sind, es passiert zu viel. Aber man muss eben das Problem bei der Wurzel packen, und das ist halt, dass man einfach sich anschaut, wie kann man verhindern, dass es solche Migrationsbewegungen gibt. Ist es vielleicht möglich, auch bereits in den Ländern vor Ort Hilfestellungen zu geben? Das war ja auch, was von vielen Ländern selbst verlangt wird. Ist es möglich, auch die Außengrenzen zu schützen, eine moderne Asylgesetzgebung zu haben? Ich denke immer an den Paragraph 18 des deutschen Asylgesetzes, den ich eigentlich sehr sinnvoll finde. Der wurde aber ausgesetzt von der Regierung jetzt, von der deutschen Regierung, dass man sagt, man nimmt einen Asylantrag von jemandem, der aus einem sicheren Drittland kommt, gar nicht entgegen. Das würde schon sehr viel abhalten. Ist doch grundrechtskonform, ist menschenrechtskonform. Also es gibt sicher Lösungen, wie man das irgendwie in den Griff bekommt. Also mich würde nur interessieren, was Sie genau meinen mit chaotischen Zahlen. Weil ein Problem in Österreich ist schon, dass alle Zahlen, die sich auf Asyl und Integration beziehen, absolut intransparent sind. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, die echten Zahlen zu bekommen. In der Schweiz und Deutschland ist das komplett anders. Ja, das alles komplett in Stein gemeißelt, offen, transparent. Also das können Sie sagen, weil Sie viel recherchieren in dieser Hinsicht. Ja, absolut, genau. Das stimmt. Und das fördert eben so Narrative, die sich dann aufbauen, eben aus dem rechten Lager, wie Massenzuwanderung. Ja? Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, wir sind bei 110.000 Asylanträgen im letzten Jahr, das ist viel, das ist mehr als 2015, nie unbestritten, aber 41.000 davon sind direkt weitergezogen, haben sich dem Verfahren entzogen, da bleiben 70.000 übrig, und 30.000 von denen haben null Chance auf Bewilligung, weil die aus Tunesien kommen oder aus Indien. Da gibt es ein Phänomen, dass da die Zahlen so groß waren. Aber was passiert dann? Das heißt, es bleiben 40.000 übrig, und das ist jetzt ein Auftrag, die zu integrieren, und dann schauen, wie viele davon überhaupt es sind. Aber man kann ja nicht die integrieren, wenn die gar kein Anrecht auf Asyl haben. Naja, die große Diskussion, das ist eben auch eine der Fragen. Die Frage ist, wie viel von den 40.000 bekommen überhaupt den Asylantrag bewilligt? Und dann bleibt eine gewisse Anzahl übrig. Und die muss man dann integrieren. Das ist die halbe Wahrheit. Ist das dann wirklich diese Massenzuwanderung, vor der die FPÖ so Nein, da geht es um was anderes. Das Schreckensszenario sind doch nicht 10.000, 20.000 Menschen im Jahr. Nein, es geht um was anderes. Die Frage was ist das Schreckensszenario? Das Schreckensszenario sind die chaotischen Zahlen, die Sie erwähnt. Das Schreckensszenario ist was anderes. Ich möchte es nicht zu rechtlich, zu ausführlich, ich versuche es in Beispielen zu nennen. Das Problem ist ganz einfach, dass selbst jemand, der kein Asylrecht hat, wenn er hier einen Antrag stellt, kommt er sofort in die Grundversorgung, hat den Asylstatus, und dann wird das Verfahren abgehalten werden. Ich habe selbst sehr viele. Ukraine nicht, das ist ein Sonderfall. Ich habe selbst viele Asylverfahren durchgeführt, wirklich auch als Anwalt vertreten, kann sagen, die Behörden sind äußerst bemüht. Ja, Sie kriegen, wenn Sie heute einen Asylbescheid bekommen, der ist in der Landessprache desjenigen, Sie haben in deutscher Sprache, Sie haben Länderprognosen vom Außenministerium, es wird alles
das sind oft 120- oder 30-seitige Bescheide. Es dauert deshalb so lange, weil wir die Kapazitäten faktisch nicht haben. Ja? Sie, und weil wir ja, weil jedes Verfahren... Entscheidung auf Regierungsebene, weil wir, die Kapazitäten zu erfüllen. Naja, aber das ist nicht so einfach. Ja? Weil bei jedem Fall, zumindest ich erlebt habe, wirklich genau nachgegangen wird. Ja, es sind Menschenschicksale. Da gibt's, natürlich. Jedem Fall und das nimmt man auch ernst. Ja? Braucht Zeit, nur, das klar. Problem ist folgendes. Dass wenn jemand es darauf anlegt, obwohl er kein Recht hat, hier zu sein, ja, dann kann er es so steuern, dass sie ihm faktisch nicht mehr loswerden. Das fängt damit an, wenn sie den Reisepass wegwerfen und eine falsche Identität vorgeben, dann weiß man nicht, wo sie herkommen. Man findet sie in diesen Ländern auch nicht mehr. Viele Länder haben auch kein Personenstandsregister und können das ausfindig machen. Sie haben Länder, die keine Rückführungen durchführen, keine Rückführungsabkommen. Ich glaube, Tunesien, Marokko und so weiter. Das ist unglaublich schwierig. Die Leute, Kanzler Nehammer kürzlich in Marokko. Aber warum sie haben, Deutschland? Sie haben, sie haben zum Beispiel die Europäische Charta der Grundrechte. Da steht drinnen, dass wenn sie in ihrem Land ernste Gefahr laufen, erniedrigend behandelt zu werden, dann dürfen sie nicht abgeschoben werden. Das geht nach unseren, natürlich, ja, aber das ist noch das, aber es gibt zahlreiche andere Dinge, wo man sagt, dass nach unseren Standards, das sind sehr viele afrikanischen, arabischen Ländern, sie können nicht zurückschieben, das wissen die Leute, das führt dann zu verrückten Dingen, wie das Schwerkriminelle da bleiben und die Leute sich fragen, wie kann der da sein, aber sie kriegen ihn halt nicht mehr weg. Ja? Und das ist die große Problematik, wo die stehen. Dann haben sie die Menschenrechtskonvention, dass wenn das Verfahrensdauer zu lange ist, dass es unter Umständen ein Bleiberecht erzwingen können durch die lange Verhandlungsdauer. Und das sind alles Dinge, die natürlich schwierig sind. Deswegen der Eindruck, den auch viele Politiker haben, wenn der straffällig ist, erinnern Sie sich von Blau über Schwarz über Rot, Bürgermeister Ludwig, der gesagt hat, die Gefraßter können abgeschoben. Kickel, also ja, aber dieser, kurz jetzt zusammen. Die Wahrheit ist, sie werden die Leute einfach Verstärkung bei der Bearbeitung von Asylanträgen. Das ist eine politische Entscheidung auf oberster Ebene, da die Ressourcen aufzustellen. Es braucht mehr Ressourcen, das kostet sehr viel Geld. Das muss man einfach Schlusswort in die Hand nehmen. Ja, ich denke, dass man die Probleme lösen muss. Es hat keinen Sinn, darüber zu reden und auf Lösungen zu warten, die es so nicht gibt. Man muss anpacken. Aber es gibt das gelöst werden? Weil das kostet ja viel Geld, wenn man Verfahren beschleunigt, Geld, das Österreich nicht mehr hat. Deswegen sage ich, die erste Maßnahme, die wir machen müssen, ist die Grenzsicherung. Das ist natürlich vollkommen klar. Natürlich, weil dann wissen die Lösung kann es nur auf europäischer Ebene geben. Gut, die EU ist gefordert. Wir sind uns einig. Danke vielmals Gerne. Fürs Kommen. Danke. Und Ihnen fürs Zusehen. Ja.